Ja, ich würde da natürlich am liebsten ganz persönlich antworten, weil das Teil meiner Auseinandersetzung mit meinem Bruder ist. Er ist nämlich Bildhauer. So. Und da gibt es immer interessante Sichtweisen, wie er auch Räume sieht. Und Räume sieht er nicht unbedingt als Raum, wie als ein Architekt, das als Hohlraum sieht, als ein Volumen, sondern vielmehr als Masse, als Körper. Und da ist vielleicht interessant, weil ich heute auch einiges aus unserer Zusammenarbeit zeigen werde. Also Projekte, wie er versucht, auch Architektur oder Gebäude sich zu erschließen. Und ich habe einen anderen Zugang. Ich muss da ganz, ganz anders auf die Dinge zugehen. Aber die Frage ist natürlich eine andere. Die Frage geht auf einen Ausstellungsraum im Prinzip oder wie man das ausstellt. Und da ist wieder interessant, wenn ich das jetzt rückkopple mit meinem Bruder, der denkt an Ausstellungsraum als White Cube. Also für den ist das möglichst ein neutraler Raum, was immer das ist, ein neutraler Raum. Das ist so eine Falle fast, könnte man sagen, wo jeder glaubt, er weiß, was das ist. Und als hätte das dann schon eine Qualität, wie von mir aus man sagt, früher, als ich studiert habe, als moderne Architektur, war fast etwas ganz Einfaches. Man lässt das Dach weg und dann ist man moderne Architektur, ein moderner Architekt. Als wäre das die Debatte, als wäre da schon eine Lösung in der Sache. Also da würde ich sagen, das ist eine viel kompliziertere Angelegenheit. Und wie man einen Raum für Kunst macht, ja, was ist die Kunst? Also ich würde mal sagen, was hat man da im Auge? Wenn ich jetzt daherkomme und ich sehe, aha, der Universität der Künste, das, was mir als erstes auffällt, ist ein Konzertsaal. Also das verblüfft mich dann, weil wenn ich habe in Wien studiert und da gibt es eben die Universität für, also die Bildende, also die Akademie der Bildenden Künste, wo das ganz klar ist, das sind jetzt hauptsächlich die Maler, Bildhauer und Architekten halt auch dabei. Und dann gibt es die Angewandte, die Universität für angewandte Kunst, aber da ist nicht die Rede von, die fühlen sich schon ganz breit aufgestellt, weil es Mode gibt und Grafik und alles. Und dann komme ich daher und da sagt, ja, da ist im Zentrum fast die Musik. Oder wenn ich auf die Homepage besuche, dann ist das die Musik. Also die Frage geht aber nicht in die Richtung Musik, obwohl wir da in der Universität der Künste sitzen, da würde ich denken, vielleicht ist da doch ein Anteil Ihrer Frage an der Musik, aber ist jetzt schwer zu umreißen. Also für meinen Bruder ist es irgendwie einfach. Also ja, weiße, möglichst große Räume, möglichst neutrales Licht. Also für mich ist das eine schwierigere Frage. Ja, das liegt in der Natur der Sache als Architekt. Das ist irgendwie der Kern meiner Auseinandersetzung. Was kann ein Raum leisten? Was ist ein Raum? Wie ist das Licht? Und da muss ich mehr wissen als nur den Begriff Kunst. Also wenn man sagt, moderne Kunst oder zeitgenössische Kunst oder grafische Kabinette, Zeichnungen, dann ist die Stimmung schon sofort eine andere. Also jetzt denke ich, müsste einen Raum entwerfen für nur Bleistiftzeichnungen. Da würde ich sagen, wunderbar, das muss eine Stimmung sein, die muss intim sein. Mache ich jetzt einen Raum für, das wäre die Aufgabe, einen Raum für große Stahlskulpturen, ja, dann wird das eine Frage sein auch des Tageslichts, wo man einen Raum von mir aus aufreißt, wo da es eventuell eine Schutzfunktion gibt oder vielleicht nicht einmal eine Schutzfunktion, sondern nur eine begrenzende Wand oder irgendeine Leitwand. Also die Frage, die ist so offen, dass ich es auch nur anreißen kann. Und da kommt heraus in meiner zögerlichen Antwort diese Schwierigkeit, ja, ich kann es erst fassen, wenn ich weiß, um was geht es denn überhaupt? Ist es jetzt ein kleiner Würfel, den man am Boden legt, oder ist es ein Elefant, der da steht? Und dann beginnt das für mich einmal eine Lawine loszutreten an Gedanken und Ideen und Bezügen zu anderen ähnlichen Bauaufgaben. Und dazu kommt natürlich etwas ganz Wesentliches in meinem Verständnis der Architektur, das ist der Ort, wo das ganze Ding dann steht. Also da würde ich nicht das nur als reinen Innenraum sehen. Das ist die nächste Frage, die dann an die Frage sofort angekoppelt ist. Ja, ist das jetzt die grüne Wiese oder sind wir in der Stadt, sind wir irgendwo auf einem Berg oder am Meer? Da werde ich übrigens im Vortrag auch ein paar Räume für Kunst zeigen, die sind ganz wahnsinnig. Also verfließte Innenräume, ein Museum am Meer, in einem Ferien, komplett Lido di Spina an der Adria, komplett eine unglaubliche Geschichte. Ist ein Aspekt dieser Frage von innen, und das andere wäre ein ganz kleines Kunstsammlerhaus, werde ich zeigen. Und dann zeige ich auch ein wahnsinniges Ferienhäuschen von einem Bildhauer, das
das so ein räumliches, verschränktes Ding ist, das ganz winzig ist. Also eigentlich, das ist eh lustig, weil ich in meiner Bildauswahl für den Vortrag heute Abend einige Projekte habe, die genau in diese Richtung gehen. Kunstraum oder was heißt das dann? Ist es eine Kunstsammlung, wo kleine Formate hängen oder ist der Raum eigentlich dann das Kunstwerk? Und da gibt es dann diese Beispiele und eine italienische Architektin, die hat eigentlich nur diese zwei Räume, diese zwei Häuser gebaut in ihrem Leben und die sind ganz außergewöhnlich, aber auch polarisieren und darum bin ich schon mal ganz neugierig, wie die Studenten dann auch darauf reagieren werden. Aber natürlich, ich würde am liebsten jetzt die Frage so verstehen, dass ich da eine Bauaufgabe habe und mit jemandem in eine Diskussion treten könnte, um zu hinterfragen, was sind die Qualitäten, jetzt einmal schon da Dinge, die man ausstellen will oder bis hin zum Klima, wo das ganze Haus steht, muss man überhaupt sich darum kümmern, dass das ein kühler Raum sein soll oder wenn das jetzt irgendwo steht oder wo es ganz windig ist. Und ja, da muss ich jetzt auf die Frage ein bisschen ausschweifend antworten, weil ich da, das hat auch mit der Erziehung zu tun, mit der Ausbildung. Also ich habe studiert bei Wilhelm Holzbauer in Wien und der hat Modelle als abgetan, als das braucht ein Architekt nicht. Ein Architekt, der kann alles zeichnen. Also der hat immer die Ansicht vertreten, das Wichtigste ist, ein Architekt muss zeichnen, räumlich zeichnen, Perspektiven zeichnen können. Und ein Modell macht man nur für den Bauherrn. Das war mal so eine Haltung, mit der bin ich, also habe ich studiert und da Modelle, auch wenn wir die tollsten Modelle gebaut haben, das war dann für unseren Meisterklassenleiter kaum interessant. Dann nachher habe ich ein paar Jahre in Amerika studiert und da war ich total verblüfft, das war die komplett gegenteilige Erfahrung. Da ist die Auseinandersetzung nur über Modelle möglich gewesen. Ich habe fast auch die Professoren dort, die haben kaum mehr Zeichnungen lesen können oder kaum zeichnen können oder einen Schnitt schwer verstanden. Es war dann dieses komplette Gegenteil, es hätte nicht anders sein können. Dass der eine glaubt, man kann alles nur in Perspektiven, in Zeichnungen, in Skizzen erfassen und die andere Schule, das ist die nur über Modelle denken kann. Und ich muss sagen, ich bewege mich in beiden Welten relativ frei, weil ich einerseits durch diese Ausbildung, die sehr an der Zeichnung hängt, also mein Gedächtnis auch, mein Gehirn auf Raumbildung und räumliche Darstellung mit dem Bleistift auch ausgebildet ist. Und in Amerika ist es mir zu weit gegangen mit dieser reinen Modellbauwelt, die dann fast so in Puppenkästen gelebt hat und wo das dann schon fast das Endprodukt war. Ein Architekturmodell war dann fast schon Selbstzweck. Dass man das dann auch umsetzt und baut. Und jetzt der wichtigste Teil in Ihrer Frage, ja, wie ist das mit Materialität und Haptik? Ja, da hat man es einfach nur ein bisschen größer gebaut und dann war oft meine Vermutung, ja, okay, wenn dieser Architekt dann das Haus auch umsetzen will, ja, dann wird es halt einfach noch ein bisschen größer mit Gipskarton, aber es kommt nichts mehr dazu. Und das ist nur beide Glaubensbekenntnisse haben ihre Gefahren und ihre Abgründe, wo dann etwas verloren geht. Oft, wenn es um so schwierige Ecksituationen geht, da ist ein Modell äußerst hilfreich und da kann man dann schon sehr gut Sachen studieren, die man in der Zeichnung vielleicht durch das schnelle Skizzieren übergeht. Aber ich würde jetzt nicht mich für das eine oder das andere aussprechen. Das ist wieder so eine Sache, die ganz vom Entwurf oder von der Aufgabe abhängt. Es gibt Projekte, die habe ich aus dem Modell heraus entwickelt und andere wieder rein aus der Zeichnung. Und oft würde man sich denken, das ist umgekehrt, wenn man das Ergebnis sieht, dass eine komplizierte räumliche Figur aus einer Zeichnung entsteht und nicht, wie man glauben würde, aus einem Modell. Und manche einfache Sachen kann man genauso gut mit dem Modell studieren und überprüfen. Und in der Zusammenarbeit mit meinem Bruder, da ist das fast eine Kommunikationshilfe. Also wir kommunizieren dann am ehesten über Arbeitsmodelle und wo das dann auch besser funktioniert. Aber da ist wieder die Gefahr, dass immer jemand glaubt, das Modell, das ist jetzt schon wie Rendering von mir aus, das komplett verrückt fertig ist, auch mal beginnt und es ist schon fertig. Und ein Modell, da
auch wenn es ein weißes Modell ist, das gibt dann Sachen vor, die man ja auch im Kopf dann als Architekt ja ganz anders denkt, weil man das schon mit Materialien sieht. Und ich finde aber, der Abstrahierungsprozess ist so oder so notwendig. Wenn man am Modell klebt und glaubt, das ist das Fertige, wie am Rendering, dass man das dann nachbaut quasi und nicht einen Prozess damit verknüpft, dann ist das eine wie das andere ein Problem. Also ich finde, man muss die Substanz dann aus dem erst, es ist das eine wie das andere eine Abstraktion und die muss man dann so oder so erst entwickeln. Ja, da würde ich sagen, ich bin dann eher vom Selbstverständnis her ein kontextueller Architekt. Das habe ich schon vorher versucht anzusprechen mit dem Ort, wo etwas steht. Zum anderen auch ein Architekt, der sehr stark eingeht auf das Programm im Prinzip oder auf die Bauherren. Wenn Sie jetzt ansprechen, traditionelle Häuser, eines meiner extremsten Projekte ist ein Bauernhaus, wo mein Programm eigentlich das war, ein Umbau eines Bauernhauses im hintersten Zillertal, dass ich, als ich das besichtigt habe, gedacht habe, ja, egal was jetzt ich als Architekt oder ein anderer Architekt macht, das kann nur schlechter werden, das kann man nur verhauen und ich habe gedacht, den Auftrag will ich gar nicht annehmen und bin dann aber über die Frage, so ganz praktische Fragen der Bauherrin dann schon in den Prozess verwickelt worden, dass wir einen Tag darauf schon, haben die dann schon Sachen abgerissen und so war ich auf einmal, das war erst der Besuch der Baustelle, war eigentlich schon Projektstart. Und die Strategie war bei diesem Projekt möglichst wenig, also fast nichts zu machen. Das heißt, der Stall, der nicht mehr notwendig war, der ist dann zwar abgebrochen worden, aber wir haben die ganzen Holzbretter auf die Seite gelegt und dann die neue Baumasse wieder genau gleich aufgebaut und die Bretter wiederverwendet für die Schalung, dass das dann ein Spiel ist mit einer leichten Veränderung, um möglichst das Ensemble oder die Stimmung, die dort das Besondere war, zu erhalten. Ja, das ist eine Art Eingehen auf die Situation und Eingehen auf die Bedürfnisse und auf die Bauherrin in dem Fall. Wieder andere Projekte, sozialer Wohnungsbau, oder da geht es um ganz starke Ausnutzung und da ist dann wieder jetzt ein Projekt, das in Bau ist, das sind kleine Häuser, die mit ganz besonderen Dachlandschaften jetzt ausgebildet sind, weil der Finanzdruck so groß ist, dass man auf dieses Grundstück möglichst viel Nutzflächen unterbringen muss und aus dem heraus entsteht dann eine Architektur, die aus diesen ganzen Komponenten heraus entwickelt ist und dann in der Behandlung dann wieder eine Sache ist, die wieder mit mir zu tun hat. Aber dieser Wunsch, dieses Thema aufzugreifen, das hat zum einen damit zu tun, dass die Projekte im eigenen Büro so lange Zeit brauchen, bis die umgesetzt werden und dass es immer gut ist, wenn man Rückmeldungen hat, wie Sachen funktionieren und dann gibt es das eine, das ist die Kunstgeschichte und das ist ja sowas wie ein geschlossenes Buch. Natürlich, da gibt es die ganz wunderbaren Sachen, die man dann lernt, so von Alberti oder Palladio-Villen und so, das ist etwas, das ist abgeschlossen in der Auseinandersetzung und dann Nachkriegsarchitektur, das ist halt so ein Kapitel, wo Themen, die jetzt kursieren, auch schon im Raum gestanden sind und da kann man dann schauen, wie diese Konzepte auch wirklich funktionieren, ob sie funktionieren oder nicht. Das ist für mich eher, war das ein Hintergedanke, der, dass ich sehen wollte, ja, wie funktioniert denn das oder den Test der Zeit. Und in der Architektur gibt es immer so einen kritischen Zeitpunkt, wenn Gebäude mal 30, 40 Jahre alt sind, dann denkt man schnell einmal ans Abreißen, die Erbauerfamilien, aber sie haben kein Interesse, sind eh schon tot oder ausgezogen und die Bauschäden sind dann schon einmal so groß, dass man das Ding renovieren muss oder ändern muss. Und da ist dann schön zu sehen, zum Beispiel, was mich als Student extrem beschäftigt hat, waren begehbare Dächer oder Konzepte mit offenen oder irgendwelche Rahmen, die durchlässig sind, die man füllt. Und dann habe ich da eben einige Beispiele gefunden in der speziell in der italienischen Nachkriegsarchitektur, die genau so Fragestellungen behandelt haben und erklärt, da muss ich hinfahren und schauen, wie ist das? Und dann ist es meistens total ernüchternd, dass diese Konzepte der großen Plattformen und Terrassen ja eigentlich nicht angenommen worden sind. Und eine große Terrasse ist ja in Italien noch mehr als da ja meistens zu ausgesetzt. Oder man,
da habe ich oft mich ertappt gefühlt, denkt, ja, das habe ich auch gedacht, dass das die ideale Lösung wäre, eine Promenade am Dach. Und dann sieht man das, wie die Leute damit umgehen und dann denkt man, na, das kann es aber doch nicht sein. Und das ist dann schon da gibt es Rückschlüsse aus dieser Erfahrung der Besichtigung und dieses physischen Erlebnisses. Das ist bei meinem Bruder noch stärker, dass wir nicht architekturtheoretisch unterwegs sind, sondern komplett physisch. Also wir müssen die Dinge angreifen. Und das ist so wie ein Bildhauer, der dann seinen Stein nimmt und den bearbeitet oder Stahl oder sonst ein Material. Und bei mir, die Räume, die ich dann besichtige oder die Freiräume in dem Fall oder wie man um ein Gebäude und über ein Gebäude und durch ein Gebäude geht. Und das ist halt die Möglichkeit, dass man das testet beim 30, 40, 50, 60 Jahre altes Gebäude, das eine ähnliche Fragestellung schon verfolgt hat, das ist natürlich schon ganz gut. Weil die eigenen Gebäude, da dauert das einfach zu lang. Und vielleicht wäre es anders, wenn ich jetzt ganz ein großes Büro hätte mit vielen Mitarbeitern und viele Aufträge, wo man dann auch mehr die Gelegenheit hat, zu testen und zu sehen, aber im Normalfall bearbeite ich ein Haus nach dem anderen und das dauert oft ein paar Jahre und dann bis die Rückmeldungen kommen, wieder einige Jahre danach und das ist dann eine ziemlich, das sind dann wenige Erfahrungswerte, die man aus dem heraus lösen kann. Darum ist es auch ganz schön, immer zu sehen, wie andere es machen. Das betrifft natürlich auch die Arbeit der eigenen Kollegen. Das macht eh jeder Architekt, dass er das auch schaut, wie macht man das in einer anderen Stadt, macht man das mit einer anderen Bauaufgabe, anderen Bauträgern. Und das ist schon immer ganz gut, auch zu schauen, was sind Standards, was sind besondere Lösungen. Die Nachkriegsarchitektur ist für mich so etwas wie ein offenes Buch. Da gibt es wenig Literatur, da gibt es zwar viele Material an Zeitschriften, die ich so recherchiert habe, aber dann an sich, wie man damit umgeht, wie man das anschaut, das war eben ganz schön zu sehen, dass man sich da frei bewegen kann und auch außerhalb einer Rhetorik. Drum vielleicht war das für uns ganz schön, dass das in Italien ist und wir uns nicht eingelassen haben auf die ganze Hintergründe, wenn wir jetzt mit den italienischen Architekten gesprochen hätten. Das ist ein rein visuelles Projekt. Wir fahren hin, unangemeldet, untersuchen die Sachen, nehmen die so gut es geht so unter die Lupe und fahren dann, dokumentieren die. Also das ist mehr die Aufgabe meines Bruders, der da ein fotografisches Interesse hat. Und der auch in Ausstellungen denkt, für mich ist es genug, wenn ich um das Gebäude herumgehe, mir das aneigne und prüfe und das geht dann ins Gedächtnis und nicht in eine Ausstellung oder in ein Buch. Also diese Bücher gibt es nur, weil mein Bruder da auch ein Interesse hat, dass man da was herzeigt. Da ist der Unterschied oder der Künstler und der Architekt. Also für mich ist es die Erfahrung und für ihn ist es dann auch ein Bild oder auch ein Buch letztendlich. Also das ist eigentlich dieser Glücksfall, dass sich da die Interessen vom Bildhauer Bruder und mir überschneiden und darum hat sich dieses Projekt so dermaßen entwickelt von einer Handvoll Gebäude, die wir mal angeschaut haben, hin jetzt zu 1000 Seiten in diesen drei Büchern.